Hallo. Fragst du dich auch manchmal, wie Forscherinnen und Forscher herausfinden, wie Lebensprozesse ablaufen? Wie kann ein Botaniker herausfinden, welche Ausgangsstoffe und Produkte der Photosynthese wohin wandern? Wie können Humanmediziner in lebende Körper hineinschauen? In diesem Video lernst du eine Labormethode kennen, die das ermöglicht. Es geht um die Bedeutung und Funktionsweise von Tracern. Wir schauen uns die Methode, die Einsatzgebiete sowie Risiken und Grenzen an. Schauen wir uns als erstes an, wie die Tracer-Methode genau funktioniert. Es handelt sich um Markierungssubstanzen. Bestimmte körpereigene oder körperfremde Stoffe werden mit einer radioaktiven Substanz markiert. Die markierten Atome, Moleküle, den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.